Ja, ich finde schon, dass es eine echt gute Sache ist, ja, weil ihr einfach, der Launch funktioniert sehr schnell. Ne? Ich muss einfach nur hier den Knopf drücken, hier reinspringen und losfahren. Und auch wenn ihr wieder an Land wollt, dann müsst ihr einfach nur die Taste W gedrückt halten und zack, seid ihr an Land und könnt sofort weiterlaufen. Also das ist schon ein bisschen X-Men-like hier, ja. Hallo und willkommen zu einem weiteren Tutorial. Ich bin wieder zurück. Letzte Woche kam ja kein Video. Wieso, weshalb, warum? Wir hatten einfach keine Zeit. Wir schreiben jetzt in der letzten Zeit, haben wir ganz viele Klausuren geschrieben. Das haben wir jetzt ein bisschen überwunden. Dementsprechend habe ich auch jetzt Zeit gefunden, hier ein bisschen was zu bauen in Minecraft. Es sind jetzt hier zwei interessante Sachen zu sehen. Zum einen ist das so ein Wasserstraßenübergang und zum anderen haben wir da hinten noch eine Bootsanlegestelle. Und ich mache dazu zwei Videos, das heißt, heute soll es sich darum drehen und am Freitag werde ich dazu ein Video machen und das ein bisschen näher zeigen. Und ihr könntet das auch herunterladen. Also es sieht jetzt einfach aus, aber das ist sehr komplex, was hier drunter ist. Und das werde ich dann am Freitag zeigen. Gut, und wir sind jetzt hier auch in der 1.9. Das heißt, das funktioniert alles in den aktuellen Versionen. Was ihr jetzt hier seht, ist die Anlegestation. Wie funktioniert die? Ihr seht, dass hier schon mal ein Boot eingelagert ist. Wenn ich jetzt in See stechen will, ich mache das jetzt mal, indem ich in Game Mode 0 gehe, dass ihr auch seht, dass das wirklich im Survival auch funktioniert, dann drücke ich hier den Knopf, das Boot spawnt, ich gehe rein und los geht's. Und dummerweise ist das jetzt ein bisschen hier falsch eingestellt, was der Impuls angeht. Normalerweise geht das jetzt auf, in dem Fall, weil ich da vorhin durchgeschwebt bin, ist das jetzt ein bisschen verstellt. Na, wenn ich jetzt hier nochmal durchgehe, dann seht ihr, was passiert. Und zwar, das Ganze hier fährt sich aus und ich kann hier durchfahren und gehe des Weges. Ja. So, und jetzt setze ich das Ganze wieder zurück. Und natürlich soll es sich jetzt heute um die Anlegestelle drehen. Das heißt, ich verliere jetzt hier nicht so viel Zeit. Ihr habt ja gesehen, der Launch, der funktioniert wirklich sehr, sehr schnell. Wenn ich jetzt aber wieder an Land will, und das ist das Highlight, dann muss ich einfach nur da drauf fahren und zack, bin ich wieder an Land. Wieso ist es jetzt ein Highlight? Vor allem auch deshalb, weil jetzt in der 1.9 das Boot nicht mehr kaputt geht, wenn ich da irgendwo dran rumse. Man kann das aber überlisten, indem man einfach hingeht und setzt hier einen Kaktus hin und setzt darüber solche Half-Slabs. Und wenn ich dann da reinfahre, klitsche ich hier fest, das Boot geht kaputt und ich spawn hier oben drauf. Ja, und das ist doch schon recht geil. Und das Beste daran ist, dass das Boot eingelagert wird. Das heißt, dieses Boot, was ich jetzt hier benutzt habe, landet dann wieder hier drin und ich kann es einfach abrufen, indem ich hier den Knopf drücke. Ja, ich kann das mal machen. So, dann spawnt das Boot und ich kann direkt einfach zusteigen und losfahren. Also das ist schon recht nett meiner Meinung nach. Und das ist auch vor allem nicht so schwer zu bauen. Ja, also das funktioniert echt sehr, sehr leicht. Und wenn ihr wissen wollt, wie man das aufbaut, dann seid ihr hier genau richtig, denn ich mache das Ganze jetzt. Und zwar mache ich das an Land. Stellt euch vor, dass das hier euer Land ist, an dem ihr anlegen wollt. So, das denke ich reicht. Diese Holzbalken hier, die sind optional. Ich habe die jetzt nur hier hingebaut, weil das zum einen ganz gut aussieht und weil man hier nach vorne laufen kann und kann auch hier ins Boot notfalls einsteigen von dieser Seite hier. Und es ist auch für Passagiere gut. Ich meine, ihr könnt da jetzt zu zweit rein in das Boot. Da kann der eine von hier rein und der andere von der Seite. Ihr braucht das aber nicht, ne? Ich setze es jetzt trotzdem mal hin. So. Das Wichtige dabei ist, dass es zum einen vier Blöcke lang ist, 1, 2, 3, 4. Und hier zwischen den Balken müssen drei Blöcke Abstand sein. Geh mal weg, du. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. So sieht das dann aus. Dann setzt sie hier noch einen Block Dirt hin und hier. Und hier in die Mitte kommt zum einen ein Sandblock und der Kaktus dann auch drauf. Und zwar sieht das dann so aus. Als nächstes brauchen wir noch die Half-Slabs, die finden wir hier, zack, und das setzen wir irgendwie so da drauf. So, so in etwa sollte das aussehen. Und da können wir auch schon unseren Block setzen, wo unser Knopf dran kommt. Den platzieren wir hier. Ihr könnt den auch da drauf, also hier oben drauf platzieren, je nachdem, was besser zu erreichen ist. Ich denke hier, das funktioniert etwas, ist etwas leichter zu treffen, wenn der hier sitzt. Nun gut.
Was fehlt jetzt noch? An sich funktioniert diese Anlegestelle schon. Das heißt, wenn ihr jetzt hier Wasser drumherum setzt und ihr fahrt hier drauf, dann spawnt ihr hier oben drauf. Was wir jetzt aber noch wollen, ist, wir wollen, dass das Boot eingelagert wird. Das heißt, wir brauchen hier ein bisschen Redstone. Zum einen hier ein Dispenser und ein Trichter. Und da kommt noch ein bisschen Zeugs mit noch dazu. Mal gucken, was wir hier nochmal brauchen. Das alles werfen wir weg. Wir brauchen hier noch ein... Nee, wir brauchen keinen Repeater, aber wir brauchen etwas Redstone. Hier etwas zu bauen und eine Fackel. Und hier noch ein Block of Redstone und ein Sticky Piston. Und das sollte reichen im Prinzip. Was ihr jetzt tut, ist, ihr setzt diesen Dispenser nach oben gerichtet hier hin. Und an diesen Dispenser setzt ihr Trichter dran. Der erste Trichter zeigt dann den Dispenser und alle anderen Trichter zeigen an diesen Trichter dran, dass es nach vorne auch korrekt gegeben wird, das Item. Und auf der anderen Seite machen wir das auch, aber erst später, denn ich muss jetzt hier noch ein bisschen runtergraben. Denn wir haben jetzt hier unser Input, unser Button, und wir wollen das Signal ja zu diesem Dispenser leiten. Das heißt, wir setzen... Ups, wir gehen hier ein bisschen runter, setzen zunächst einmal hier einen Block, da kommt eine Fackel drauf und da kommt noch ein Block hin, an den Block kommt auch eine Fackel dran, dass diese Fackel aus ist. Hier an die Unterseite des Blockes setzen wir ein Sticky Piston, da kommt ein Block auf Redstone dran. Und jetzt müssen wir mal gucken, genau da ist unser Input hier, also unser Output natürlich hier. Und den müssen wir nur dahin leiten und dann ist das auch schon fertig. So, was wir jetzt tun können ist, wir können das jetzt hier noch so vollenden, indem wir das hier so dran setzen. Setzen hier noch einen Block hin und dann ist das auch schon fertig. Wenn ich jetzt hier ein Boot oder ich mache jetzt mal hier eine Fackel rein und drückt den Knopf, dann seht ihr, dass das rauskommt. Wenn das jetzt ein Boot ist und wenn hier Wasser ist, dann wird das halt da drauf platziert auf der Wasseroberfläche. Und ihr könnt sofort losziehen hier in die Wildnis, in die Weltmeere und könnt mal gucken, wo ihr hinkommt. Ne? Vielleicht kommt er ja irgendwann auf einen neuen Kontinent oder so, keine Ahnung. Jo, ich sammle das ein und ich finde schon, dass es eine echt gute Sache ist, ja, weil ihr einfach, der Launch funktioniert sehr schnell, ne? Ich muss einfach nur hier den Knopf drücken, hier reinspringen und losfahren und auch wenn ihr wieder an Land wollt, dann müsst ihr einfach nur die Taste W gedrückt halten und zack, seid ihr an Land und könnt sofort weiterlaufen, also das ist schon ein bisschen X-Men-like hier, ja, gut. Ansonsten war es das von mir. Vielen Dank fürs Zuschauen. Das Ganze funktioniert natürlich in der 1.9, jetzt auch, wo die Physik von den Booten ein bisschen anders ist. Und das hier in diese Wasserstraße werdet ihr am Freitag sehen. Das ist schon relativ komplex. Ich kann mal einen kurzen Einblick geben. Das sieht dann so aus. Ihr seht, dass es sehr unübersichtlich ist. Deswegen werde ich dazu ein separates Video machen, weil das ein bisschen länger gehen wird, die Geschichte. Und wenn ihr das sehen wollt, dann guckt einfach nochmal am Freitag bei uns auf dem Kanal vorbei, da kommt dann dieses Let's Show und dann könnt ihr auch das Ganze herunterladen, da wird dann auch ein Download dabei sein und zwar einmal als Schematic und einmal als World Download, dass ihr das Ganze auch herunterladen könnt. Ja, das war's von mir, vielen Dank fürs Zuschauen, wir sehen uns das nächste Mal am Mittwoch wieder zu einem weiteren Wow, macht's gut und haut rein, ciao!